Ich fahre heute euren Local Skatepark. Ich glaube, das ist der zweite oder dritte Teil. Denn wir sind in dem Skatepark. Ihr kennt ihn. Ich brauche euch eigentlich kaum noch vorstellen. Ich mache es aber trotzdem noch, weil viele das Video nicht gesehen haben und sich sonst wundern würden. Ich habe eine Videoserie gestartet vor etwa 3-4 Wochen, wo ich eure Local Skateparks fahre. Und da war ich jetzt schon einmal in diesem bunten Mario Skatepark und in noch irgendeinem. Ich weiß gar nicht mehr welchen. Du warst doch dabei, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber war das nicht in Berlin irgendwo? Kann auch sein. Ja. Aber ist auch egal, denn ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ihr habt mir halt diesen Skatepark nochmal zugeschickt und ein paar meinten, hey, das ist mein Local, kannst du dich nochmal für ein separates Video shredden und probieren mal ein paar Banger rauszuhauen. Das machen wir jetzt. Und ich würde sagen, wir gehen von vorne nach hinten durch den ganzen Skatepark und fangen als allererstes einfach mal, ja, wo wir anfangen, Arjun, was ich würde tatsächlich einfach bei der Quad anfangen, weil da vielleicht die meisten Möglichkeiten nach Tricks zu machen. Genau. Sonst gibt es ja nicht so viel. Ja, das ist richtig. So viel gibt es nicht. Aber die Quad ist an sich ganz cool. Arjun hat ja auch noch gerade ein separates Video gedreht. Natürlich. Und hat schon den Leuten erklärt, ja, dass hier unten so Backsteine drin sind. Plus, wir haben hier in der Mitte so eine, ja, so eine Abtrennung, das verstehe ich nicht so richtig, warum man das macht. Vielleicht macht man das, damit der Beton nicht reißt oder so. Keine Ahnung, aber das nervt oftmals, wenn man daran hängen bleiben kann. Ich mache jetzt trotzdem ein paar Tricks hier für euch. Gucke mal, was sich so machen lässt. Ihr wisst es, ich fahre sonst eigentlich nie in Steinparks, sondern meistens eher halt in Holzparks. Deshalb habe ich Respekt vor Stein. Aber ich probiere trotzdem mal ein bisschen was zu machen. Ich werde übrigens jeden Tag immer ein bisschen besser und ja, gesünder. Ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, mir geht schon ein bisschen besser. Und immer noch Rollkragen-Gang, ihr wisst es, unter dem Pulli Rollkragen tragen ist für den Winter das Beste, wenn man Roller fahren will. Und dann legen wir mal los, mal gucken, was so geht. Boah, shit, Alter. Junge! Alter, nee. Also, ja. An sich ist die Quarter ganz cool. Das waren alles First-Tricks. Ich hab nicht einen Trick, zweimal probiert. Nicht einen. Alter, und das waren wirklich alles First-Tricks. Erst und zweitens, die erst waren insane hoch. Ich weiß, das ist nur auf der Kamera so aus, aber das ist auf der Kamera sieht komplett krass aus. Ja, also warte, ich geh mal ganz hoch, bleib du mal unten. Okay. Vielleicht sieht man das. Quarter ist eigentlich recht groß, das ist echt cool. Um halt hohe Erst zu machen. Das ist schon mal gut. Das Einzige nervt halt, wie gesagt, diese Schlitze und unten vielleicht der Bereich. Oben hat man noch einen ganz, ganz kleinen. Gib mal die Kamera her. Ja, hier zeigt das alles meinen Zuschauern. Genau, so einen ganz, ganz mini kleinen, ja, kleinen Bereich. Ansonsten ist hier nur Rasen. Aber das ist echt cool. Ich gucke mal, sonst noch sowas geht. Ein paar Tricks kann man noch so machen, denke ich. Ja, bestimmt. Oh. Alter, wild, Digga. Da war das einfach ein Dry-Fiebel gerade. Dry-Fiebel auch First Try. Ach du Scheiße. Warum ist das Geldschick, könnte nice sein. Aber ich würde sagen, die Quarter haben wir eigentlich gut durch. Ja, ich kann man einige Tricks machen, die echt cool sind, weißt du? Ja. Vielleicht Flyout, kann man überhaupt was versuchen oder? Nee. Eher nicht. Problem ist, das Wetter ist nicht so besonders gut, der Rasen ist nass. Oh. Ich will einfach nur meine Kugellager kaputt machen. Deshalb vermeiden wir es lieber und gehen lieber mal direkt weiter, denn der Park hat ja noch ein bisschen mehr zu bieten. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, in dem Video, wo ich die Stadt gefahren bin, der Park ist an sich ganz cool. Nicht der beste, auf jeden Fall sehr schlecht bewertet. Du hast ja in deinem Video halt selber schon mal getestet und halt die Bewertung anguckt. Er ist nicht besonders gut. Es gibt schlimmere, aber in dieser Stadt hier ist es, würde ich sagen, ja schon. Vielleicht für Anfänger ist es halt nicht so gut. Du kannst ja schon, bist ja Profifahrer, so, du kannst ja schon krassere Sachen überall machen, aber Leute, die anfangen, wie mich jetzt, ist der Park vielleicht nicht so gut geeignet. Genau, ich wollte sagen, es ist nicht so gut geeignet. Aber wir haben, wie gesagt, hier nochmal zwei Curbs. Einmal eine höhere, ein bisschen schmaler und eine flache, aber dafür halt gestreckte, breite Curb. Man kann hier ein bisschen was machen. Ihr habt es letztes Mal schon gesehen. Sie ist gut gewachsen gewesen. Ich habe hier schon ein Fiebel, nicht Fiebel, sondern das 50-50 Grind durchgemacht und so. Alles sehr, sehr nice und es geht eigentlich sonst immer nicht so gut, weil so draußen Parks, die kaum besucht werden, da sind die Coopings und so echt mal grausam. Aber ich würde sagen, ich gucke noch mal ein bisschen, was hier so geht. Machen wir ein paar Tricks, okay? Okay, okay, ich bin gespannt. Nice! Alter, sah so lustig aus. Yes, nice, Mann. Boah, also, wir haben noch drei Tricks geschafft. Relativ cool, aber es ist halt eine Curb und ich bin überhaupt kein Streetfahrer. Und was Street angeht, bin ich halt nicht der Beste. Ich kann halt nur das Nötigste, was man halt als so Parkfahrer können sollte. Call du mir nochmal einen Trick, sag mir nochmal irgendwas, was ich machen soll. Okay? Hier oder auch woanders? Nö, wirklich, es geht jetzt nur um diesen Bereich. Ah, okay, nur um den Bereich. Okay, Henry, ich weiß, du bist jetzt nicht der krasse Streetfahrer, aber es ist schon ein bisschen anspruchsvoll. Okay. Nämlich, du machst einmal einen Whip auf dieses Ding drauf. Okay, also Tailwhip hier drauf. Hier drauf. Dann ohne Grind, ja? Ohne Grind. Okay. Dann fährst du weiter, machst ein Barspin hier drauf, springst drauf und dann machst du einen Whip Front Scooter Flip runter ins Flat. Rip Front. Rip Front, ganz genau. Boah, also Leute, es ist sehr anspruchsvoll. Wow. Boah, warte, fass mal, ich muss kurz die Rotation. Du hast einfach fast in die Kamera geschlagen. Okay, ja, ich denke, es könnte First Try gehen, aber ich will nicht zu hoch ballen. Deshalb, ich probiere es einfach mal, wenn es auf dem ersten geht, lass dir auf jeden Fall ein Like auf dem Video da. Okay. Whip. Bar.
With Front Scooter. Oh, Alter. Okay, okay, Leute. Knapp. Ich habe zwar gesagt, lasst ein Like da, wenn ich am ersten schaffe. Ich bleibe bei meinem Wort. Ihr müsst also nicht unbedingt liken. Wenn es viele Likes sind, ist natürlich nice. Aber ich schaffe es schon auf den zweiten. Ich gebe alles. Okay. Okay, second try. Whip. Whip. Bar. Oh, nein. Ah, passt. Ey, Leute, Whip Front ist echt widerlich. Vor allem darunter ins Flat. Draußen noch, wenn die Hände kalt sind. Ja. Ich schaffe den noch. Jetzt gehe ich dir try. Whip. Bar. Yes! Das zählt! Yes. Leute! Ach du Kacke! Allein dieser kleine Bereich hat mich jetzt richtig mitgenommen. Ich würde sagen, bevor wir zu den krassen Dingen da gehen, was ist, kommt ihr mal mit, denn wir haben noch einen Bereich. Wirklich anstrengend. Ich meine, sieht's dir auch an. Jetzt, wo ich kurz Pause mache, spreche ich mal kurz an. Ich stelle natürlich die Kurse von Kiran ab. Kiran-shop.de. Ganz oben in der Videobeschreibung habe ich die mal verlinkt, weil auf Ehrenbruder-Basis die Kurse sind echt cool. Mittlerweile haben sich gefühlt, also haben sie sich nicht gefühlt, sondern haben schon ein paar hundert Leute, viele hundert Leute Kurs geholt und sind alle zufrieden. Das feiere ich. Ihr feiert das, falls irgendwer den noch nicht hat, jetzt besorgen. Und hier haben wir eine Rail. Die ist echt lang und rund. Ich rede vom Rail, von nichts anderem. Und das Ding hier zu shredden, ist ein bisschen schwierig. Ich bin kein Streetfahrer. Probier trotzdem mal ein bisschen was. Ich probiere ein paar Tricks und zwar hier hinten drauf, ja. Bring also hier hinten drauf. Ah, okay, okay. Und einmal probiere ich auch ganz durch zu grinden, okay? Okay. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Ja. Ich habe ja dein Video damals gesehen, wo du durchgefahren bist durch den Park. Ich glaube, da hast du die nicht gegrindet, oder? Ich habe es einmal so also ein bisschen probiert. Also nicht komplett ganz lang. Nein, nein, das nicht. Das will ich heute mal sehen. Oh, Leute, ich fange erstmal klein an und dann machen wir gleich ganz durch. Wow. Wow! Alter, Leute, also wirklich hinten auf eine runde Rail drauf springen, also auf so eine gekurfte, nicht so einfach wie es aussieht. Wow. Alter, wirklich, also es ist schwierig. Ich würde sagen, Archam, die Leute warten und wollen eh sehen, wie ich ganz durchgrinde. Ja, würde ich sagen. Okay. Komm, probier's. Wow. Wow, Alter, das war sogar fast, Mann. Fast, das schaffen wir, komm. Mann! Alter, das kann nicht sein! Das war fast! Das war fast, ein kleines Stück hat gefehlt. Oh, yes, das zählt auf jeden Fall, Mann. Es hätte natürlich noch ein Stück gekonnt, aber mehr kann ich wirklich nicht. Ich bin kein Streetfahrer. Leute, wir gehen weiter zur nächsten Rampe. Und zwar haben wir hier jetzt was ganz Absurdes. Zwei Quarters, die einfach ins Nichts führen. Aber ich verstehe nicht, wer hat das designt? Genau, das Problem ist hier, Leute. Ich feiere halt dein Local Skatepark. Ich sage jetzt seinen Namen nicht, weil Fact wird anonym bleiben. Aber kannst du mir sagen, ob jemals jemand einen Transfer gemacht hat? Schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, alle, die halt. Mich würde es richtig interessieren. Falls ein anderer Local-Fahrer in den Kommentaren ist, schreibt es rein, ob ihr es machen würdet oder ob schon mal jemand gemacht hat. Weil, guckt euch bitte den Abstand an. Hier mal. 1, 2, 3, 4. Das war ein bisschen kleiner Schritt, aber ich würde sagen 4 Meter easy. 4 Meter. Vielleicht auf jeden Fall, aber Alter, das ist so groß. Vor allem auch, wenn man es versuchen würde, von da oben runter zu fahren und hier einen Transfer zu machen, man würde so auf die Fresse fliegen. Guck dir das an. Stell dir mal vor, du schaffst es nicht und landest dann irgendwie hier. Ey. So. Das war's dann. Dann war's dann, genau. Dann war das letzte Mal, wo du Roller gefahren bist. Das heißt, deshalb probiere ich es auf keinen Fall. Das ist lebensmüde. Aber probier ein paar Tricks vielleicht ins Flat oder an der Seite raus oder irgendwelche Grind-Stalls, die man hier machen soll. Ja, das Problem ist ins Flat. Hier ist halt auch ein Cooping vorne dran. So. Ja, genau. Also, man kann nicht mal nice rausspringen. Man kann nicht mal nice rausspringen, weil das Ding so doll kickt. Vielleicht ist das ja aber auch gar nicht Absicht, sondern vielleicht waren die mal einander und irgendwann sind sie auseinandergezogen. Aber das sieht nicht so aus eigentlich. Nee, es sieht gar nicht so aus. Ich würde sagen, ich heule dich rum. Wir machen ein paar Tricks. Wow. Sehr nice. Clean. Wow, Alter, der war fast. Meine Schnur hier voraus. Den schaffe ich aber noch. Aber Leute, ich lerne übrigens Inward Brice um. So kann ich den ja tatsächlich im Flat. Aber es ist falsch rum. Und das hier war gerade jetzt mal so rum. Oh. Andersrum ist echt eklig. Aber keine Ausreden, ich mach das. Boah, der war schön, sehr nice. Mann. Sehr nice. Weiter geht's. Wow, Alter, was war das? Leute, ich bin dann hier. Der Skatepark hat mich jetzt schon gekillt. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns morgen wieder beim neunten Video. Haut rein. Bis dann. Peace.